Mezzo 2. 38. Sie machen Witze, oder? Wie konnten Sie das schaffen? Das war alles andere als gut. Billys Vater, der Stadtrat, war ziemlich sauer auf uns. Und er war Morellos Busenfreund. Ohne die Hilfe der Mafia hätte er sein Amt niemals bekommen. Außerdem begann ja die Polizei auf uns zu hetzen. Also hatten wir jetzt die Gangster und die Bullen gegen uns. Ah, kommen Sie. Hey, beide Seiten haben davon profitiert. Die Polizei stand gut da bei der Verbrechensbekämpfung und kassierte gleichzeitig dicke Prämien von Morello, den sie dafür in Ruhe ließen. Und mit der Hilfe der Polizei konnte Morello seinen größten Gegner eliminieren. Eine ideale Situation. Und für uns liefen die Dinge schlecht. Salieri hat eine Menge Kohle verloren. Und ich fühlte mich nach all dem Morden auch nicht allzu gut. Es schien mir, als hätte alles keinen Sinn. Und dass ich das Leben so schnell und so intensiv wie möglich auskosten müsste, wenn es so leicht war, sein Leben zu verlieren. Vielleicht begannen Polly und ich deshalb mit dem Trinken. Sie haben nicht vielleicht die Nerven verloren? Mein Leben bestand nur noch aus Mord, Verbrechen und Alkohol. Hätte Frank mir da nicht rausgeholfen, wäre es nicht gut ausgegangen. Es war verrückt. Aber plötzlich war er da und wollte mir helfen. Kannst du mich nach Hause mitnehmen, Tommy? Sicher, Frank. Steig ein. Na, wie steht's bei dir, Tommy? Ach, ist schon okay, nur... Aber... Ach, nichts. Ich hab gehört, Pauli und du, ihr genießt das Leben. Ihr zwei habt euch in der Stadt einen Namen gemacht. Muss was mit unserem Geld zu tun haben. Wenn du nicht als ein Wrack enden willst, Tom, musst du deinem Leben einen Sinn geben. Was? Willst du mir etwas über den Sinn des Lebens predigen? Ich habe ein paar gute Jungs gesehen, die mit ihren Problemen nicht klarkamen und vor die Hunde gingen. Normalerweise wird man wegen Geld umgelegt oder man wird verrückt und all die Freunde und hübschen Damen sind plötzlich weg. Wie auch immer. Der Don braucht keine Säufer mit zittrigen Händen, die für ihn arbeiten. Solche Leute machen nur Schwierigkeiten. Wenn du nicht aufpasst, bringt dich als nächstes dein bester Freund um, ohne mit der Wimper zu zucken. Was soll ich deiner Meinung nach tun? Na los, sei du selbst. Vielleicht dein Geld irgendwo investieren. Ich könnte dir ein paar Tipps geben. Hör auf mit den Partys. Geh sonntags mit dem Don zum Rennen. Versuch mit deinem Mädchen ins Theater zu gehen oder ins Kino. Du hast viele Möglichkeiten. Und an wen denkst du da, Frank? Ein anständiges Mädchen will doch keinen Killer. Weißt du, ein Polizist tötet, um das Gesetz zu schützen. Und du stehst für unser Gesetz ein. Das ist das Gleiche. Wir stehen nur auf der anderen Seite des Zauns. Du bist kein Mörder, Tom. Denk dran. So kann man das auch als Arbeit mit nach Hause. Das gibt nur Ärger. Und wo finde ich die Frau für mich, Frank? Ich dachte, du hättest was mit Luigis Tochter, Sarah. Ich finde, sie ist ein wundervolles Mädchen. Aber du allein weißt, wie weit du mit ihr gehen willst. Ich möchte einen Menschen wie Sarah nicht in Gefahr bringen, Frank. Ein Ausflug aufs Land. 1933. Eines Tages bat mich Frank, in die Bar zu kommen. Er sagte, er hätte einen kleinen Job für mich, also bin ich hingegangen. Tom, zwei unserer LKWs, voll mit dem besten Stoff, kommen heute aus Kanada. Sam trifft sich mit ihnen am Übergabepunkt. Sie sind auf einer alten Farm außerhalb der Stadt und wir müssen die Ladung in die Stadt bringen. Ich schicke zwei LKWs, Pauli fährt mit einem. Ich möchte, dass du auch mitfährst und die Augen aufhältst. Sorge nur dafür, dass alles glatt geht. Hol dir einen Wagen von Ralphie. Pauli wartet drüben beim Lagerhaus auf dich. Bei deiner Ankunft wird Pauli dir ein paar Waffen geben. Okay, Frank? Oh, trifft Pauli beim Lagerhaus? Wir kriegen einfach die schicken Flitzern. Ralf? Was hast du getan? Was hast du heute Schönes für mich, Ralphie? Tom, ich habe einen neuen Wagen für dich. Er hat 65 Pferdestärken und wenn du Gas gibst, kommt er auf über 75 Meilen in der Stunde. Oh, Ralf, was hast du... Was, Ralf, unser neues, schickes Auto steht hier.
Achso, oder? So, der ist aber schick. Sie haben ein neues Schloss eingebaut, aber kein Problem. Ciao. Okay. Siehst du, echt einfach. Du kannst die Kiste haben oder was Älteres. Wie du willst. Nee, danke, Ralf. Sieht echt cool aus. Okay, ganz einfach, ja. Ja, ist echt easy. Nice. Ja, Ralf ist schon Künstler, was das angeht. So, okay. Bauen wir mal raus. Wer war da draußen? Pauli? Der Pauli, ja, im Lagerhaus. Wollen wir mal sehen. Kann man da am dürfen? Ich weiß ja, ob wir schon oben lang fahren dürfen. Ups. Der zieht gut hier. Der gefällt mir. Oh ja, der zieht gut vorwärts. Dürfen wir schon oben lang fahren? Ich weiß es nicht. Doch, Chinatown ist ja frei. Also müsste ja die Brücke oben auch frei sein jetzt. Chinatown waren wir ja schon. Und dann ist das nämlich die wesentlich bessere Strecke. Beim wesentlich schneller. Schönes Unwetter scheinbar hier. Nichts gemacht, Herr Officer. Nichts gemacht. Achso, einfach weiter auf der Strecke bleiben. Ach, dann müssen wir mal abbiegen. So. Gucken wir mal, wie schnell wir sind hier. Ja. Der zieht richtig gut. Der gefällt mir. Schönes Auto. Oh, bloß ein Fußsoldat. So. Okay, hier darf ich noch nicht lang. Fahren wir lieber mit Tempomat, bevor wir wieder Ärger kriegen. Oh, schönes Auto. Na, Ralf, mal was richtig Gutes für uns. Okay. Jetzt sagen wir fahren hier links und gerade durch, bis wir da sind. Lalalala. Hupsala. Da fahren wir geradeaus. Berg runter, das können wir ein bisschen ausnutzen. Nein! Na gut. 2 HP. Das können wir verschmerzen. Ich kenne, war das ein Bug von der Version 1.0, dass wenn man Polizisten gesehen hat und den Mumat reingehauen hat, dann hat er einen nicht erwischt. So, Pauli. Ich für ein Wetter rausgesucht, ey. Scheiße. Hey, Tommy. Pauli? Wir fahren zu einer Farm vor der Stadt und holen ein paar LKW-Ladungen besten Fusel ab. Wir wollten dich dabei haben, falls es Ärger gibt. Es müsste aber echt locker sein. Du musst gar nichts tun. Sei einfach nur da. Die Jungs beladen die LKWs und wir fahren zurück. Sam wartet dort schon auf uns. Wahrscheinlich hat er bereits alles ausgesoffen, bevor wir überhaupt da sind. Ich fahre.
Die Bullen wurden geschmiert, also gibt es nichts, was uns Sorgen machen müsste. Oh, klingt doch vernünftig. Da hätte ich auch zu Hause in meinem Bett bleiben können. Hey, wenn ich aufbleiben muss, dann musst du es auch. Ah, okay. Ein Mann mehr kann nicht schaden, aber soll der alles ganz glatt über die Bühne laufen hier. Los geht's. Ein LKW, zwei Mann, scheint also Standard zu sein. Screenshot Party. Total entspannt, auf dem Land, kein Stress. Weißt du, wir sollten das viel öfter tun. Aber besser tagsüber. Schätze, du wärst jetzt lieber bei Luigis kleiner Tochter Sarah. Stimmt's? Das ist deine Art Nachtschicht. Halt die Luft an, was weißt du denn davon? So viel wie alle anderen auch wissen. Mann, selbst Luigi weiß, dass du hinter ihr her bist. Schätze, das macht ihm nichts aus. Schließlich hast du ihre Ehre gerettet. Wetten, du hast sie ihr gleich wieder genommen, ne? Halt die Klappe, Paul. Ich wusste nicht, dass du da bist. Komm schon, Torben. Nur ein Scherz. Sie ist ein gutes Mädchen. Ihr seid wie füreinander gemacht. Da bin ich nicht so sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, nach Hause zu kommen und zu sagen, stell dir vor, Sarah, was ich für einen Tag hatte. Ich musste 10 Typen umnieten. Über so etwas darf man zu Hause nicht reden. Wenn du nicht so bist, wie sie in der Zeitung über dich schreiben und du sie gut behandelst, wird sie den ganzen Kram ignorieren. Ja, und sie hat eine Menge Kohle. Für dich ist es also normal, deiner Frau dein ganzes Leben lang zu verheimlichen, wer du wirklich bist. Komm, mach dir nicht so viele Sorgen. Verdammt! Was ist los? Sam sollte hier warten, aber er ist nicht da. Das riecht nach Ärger. Wir bleiben hier bei den LKWs und du schaust vorsichtig nach, was abgeht. Echt jetzt? Danke für das Vertrauen. Nimm dir ein paar Spielzeuge mit. Echt jetzt? Okay. Halt, eine Pumpgun. Ja. Echt jetzt? Bei dem Wetter schickt er uns raus? Alter. Doch keine gemütliche Fahrt aufs Land, hä? Da ist auch niemand. Du? Mal kurz mal kratzen hier. Geht eine Sekunde weiter. Auch niemand? Scheint doch wahr aus Kanada zu stehen. Was juckt denn hier so? Geht da weiter. Oh, scheiße. Ich vergesse es immer wieder. Entschuldigung. Zum Teufel sind die nur. Ich glaube irgendwie nicht, dass der da schläft im LKW. Ich habe so das dumme Gefühl.
Dem geht's nicht so gut. Mein Gott. Deinem Freund ist schlecht geworden. Wer seid ihr? Seid ihr von der Polizei? Mr. Morello und der Sheriff lassen euch grüßen und informieren euch darüber, dass sie von jetzt an euren Job hier übernehmen. Scheiße. Der hat uns richtig fett Damage gemacht. Wir gucken mal kurz, ob es hier drinnen was gibt. Da ist sogar was zu heilen. Haben wir ja vor uns schon ein Medipack gesehen. Aber ich glaube nicht, dass wir da anhalten. Aber ich denke mal, wir fahren jetzt einfach hier durch, oder? Hä? Oh, zurück steht hier. Aber nicht mit dem LKW oder was? Ach komm schon. Muss ich mich jetzt echt hier durchballern? Shit. Noch die Mädels, oder? Jetzt gerade mal nicht schießen, danke. Was ist der denn hingerannt? Ups, war leer. Alter, wie viele rennen hier rum? Ihr dürft ja keine Munition wegschmeißen, wenn wir nachladen. Was? Alter! Hab ich mich verjagt? Oh krass, Herzinfarkt. So, ich bin mir absolut sicher, dass da oben gleich einer rausguckt. Fuck, ey. Jetzt habe ich mich verjagt. Auto gehört? Ne, war Wind. Shit, 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 shit. Fuck, fuck, noch 2 HP und da kommen wir eine Bohrnerwäsche raus. Einzelner Pferd wollte ich natürlich sagen, nicht zwei, ich habe zwei gesagt, das weiß ich nicht. Es ist aber auch natürlich laut hier. Ich würde warten, bis ich in Deckung bin mit Schießen. Gut, ein Schuss reicht ja. Aber. Sie sind alle tot. Was? Die Fahrer da draußen. Irgendwer hat sie kalt gemacht. Was? Was ist mit Sam? Hast du ihn gesehen? Nein, hab ich nicht. Aber die Scheune war verschlossen.
Ist er da drin? Wir müssen zurück, um ihn zu holen. Wir lassen ihn auf keinen Fall hier. Gut, wir gehen zurück, aber wir brauchen ein Brecheisen oder so, um die Scheunentür aufzukriegen. Okay, gehen wir. Ihr Jungs bleibt hier und bewacht die Laster. Macht jeden fertig, der sich ihnen nähert. Außer uns natürlich. Wie, wir gehen zurück? Können wir jetzt fahren? Nein. Oh, fuck. Okay, ich renne einfach mal. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er keine neuen Gegner hat. So optimistisch sind wir mal. Wenn jetzt nicht oben jemand zur Scheune rausguckt, das ist natürlich möglich. Wir rennen einfach rum, weißt du? Wir waren gerade noch gefühlt 5 Millionen Gegner. Wo ist Pauli? Pauli? Der, wer? Na denn? Komm schon. Also los. Ja. Neuer Versuch. Ja, die 13 AP ist echt übel kacke und dass das so laut ist hier nervt auch ein bisschen. Oh nee, du machst das schon. Schießt doch nicht auf mich. Okay, hier unten sollte ja keiner mehr sein. Aber oben, definitiv oben. Medis. Scheiße, das war klar. Das war so klar. Ja, ja. Los. Fuck. Holy! Pass doch auf! Alter, ist das laut! Oh, krass, irgendwie ist der Sound ein bisschen buggy. Ich weiß nicht, ob das an dem Soundfix liegt, den ich benutze. Also um die fehlende Musik wieder reinzubekommen, aber... Ich glaube, früher war das nicht so schlimm. Ah, das Kacke mit so wenig Leben, ey. Alter, laut! Laut, ey. Ist laut da drin, ey. Vom Medis wäre jetzt auch echt übel nice. Also vorher vielleicht. Was? Rolle kriegt nicht. Wow, Alter. Wer bist du? Pauli hatte ich wohl erschossen, ne? Nicht besonders gut. Okay.
Okay. Keine Angst, Sam. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Ja? Ja. Wirklich? Da kommt Polly. Tom, ich glaube, das ist kein Buster. Ich weiß nicht, wer die zur Party eingeladen hat hier, aber... Muss ich den nicht mitnehmen? Da sollte ja eigentlich keiner drin sein. Mein Gott, das war ein Massaker. Was für eine Nacht, Mann. Ein Massaker? Anscheinend möchten sie, dass wir komplett von der Bildfläche verschwinden. Ach ja? Na, das wird nicht so einfach. Ist Sam soweit okay? Ja, er ist okay. Könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Okay, ich hole ihn. Du hältst hier Wache. Sam, ich bin es, Polly. Komm schon, wir fahren nach Hause. Wir fahren zum Arzt. Ich fühle mich gar nicht gut. Hab mich wahrscheinlich irgendwo erkältet. Sieht so aus, deine Nase läuft ein wenig. Ah, ein bisschen. Ich bringe dich nach hinten. Tom ist bei dir. Nur für den Fall. Okay. Tom, geh mit ihm und halt die Augen auf. Oh, scheiße, noch mehr Besuch. Da ist eine Thompson, falls du sie brauchst. Alles klar. Polly, sieht so aus, als hätten wir Gesellschaft. Da hinten ist eine Thompson und etwas Munition. Geh hinter den Kisten in Deckung und pass auf. Schieß, sobald sie hinter uns sind. Lass sie auf keinen Fall an uns vorbei. Wo sind die Kisten, von denen gerade die Rede war? War da gerade die Rede von Kisten? Wir brauchen aber eine Menge Muni, ey. Shit. Das mit dem Schießen war jetzt schon fast so viel. Ja, ich bin mir sicher, der Laster fährt auch einen Ticken schneller, Pauli. Nur Quenchen. Quenchen schneller. Pauli. Also entweder bin ich der übelste Megaschütze und wir haben das eine Auto, was es gab, einfach mal so, ja, wegrasiert, ne? Oder es kommt leider was. Ansonsten ist die Mission, also dieser Teil gerade ein bisschen, ja, langweilig. Aber ist auch cool, mal hinten mitzufahren, so, sich durch die Landschaft anzugucken. Während Polly hier durch die Gegend schleicht. Ich weiß, das ist ein LKW, aber Polly, ein bisschen darfst du schon, ne? Du warst der arme Sam hier, weißt du, da liegt ja blutend hinten auf der Ladefläche. Aber na gut. Und das hier Weinfelder.
das ist krass, ne? Jetzt, wo ich die ganze Mafia spiele, kriege ich übel Bock auf GTA 3. Ich weiß nicht wieso. Ja, okay, das war jetzt so. Ja, ich nehme an, war wahrscheinlich ein Buggy oder war halt übelstes Glück, dass er sofort tot war. Ich nehme an, das sollte nicht so einfach sein. Na, no, da war halt mehr Pro, ne? Ich weiß, wir sind da. Nicht vorbei, aber... Tom, mach Sam bereit. Ich gehe und wecke den Doc. Sam, wir sind beim Arzt. Gott, sind Sie das, Pauli? Was machen Sie um diese Zeit hier? Guten Abend, Doc. Tut mir leid, aber wir hatten einen Unfall und brauchen Ihre Hilfe. Okay, wo ist er? Bringen Sie ihn rein. Okay. Das war unser Doktor. Er stellt keine Fragen und Sam ist in bester Gesellschaft. Bist du sicher, dass es nicht irgend so ein Metzger ist? Absolut nicht. Er ist der beste und bestbezahlte Arzt in der ganzen Stadt. Wenn du verletzt wirst, kannst du dich jederzeit auf ihn verlassen. Okay, ich hoffe nur, er tut sein Bestes für Sam. Ja, macht er. Das wird er schon tun. Endlich ist es vorbei. Es hätte uns allen schlimmer ergehen können als Sam. Wenn ich den Bastard kriege, der uns verpfiffen hat, reiße ich ihm den Kopf ab. Sieht aus, als hätte jemand genug von uns. Da hast du recht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir schwant Übles. Wenn der Don hört, was passiert ist, werden die Hunde dafür zahlen müssen. Das bedeutet Krieg und das ist gar nicht gut. Da hast du wohl recht. Ich glaube auch. In Ordnung. Also gute Nacht, Tom. Gute Nacht. Naja, versuch das Beste draus zu machen. Ausflug aufs Land. Noch. Oh, fahr zurück zu der Bar oder schau auf den Weg bei Lukas Bertone vorbei. Das sollen wir tun. Das klingt doch sehr vernünftig. Können wir da pinkeln? Vielleicht nicht so viel Energy laufen. Dann Lukas müsste doch auf der Insel sein. Hör mich an zu hupen. Ja, hier an der Brücke müsste das, glaube ich, sein. Glaube ja. Wir werden es einfach rausfinden und wir fahren auf jeden Fall bei ihm vorbei. Mal gucken, was er Schönes für uns hat. Ja, genau. Vor der Brücke rechts und... Nee, oder? Erstmal eine Kurve fahren. Jupp. Okay. Wo dann geht's? Jo. Wir müssen jetzt hier irgendwo links, ne? Ich schaff das! Dann hier rechts und dann wird man den Weg auch so finden. Denke ich mal. Nee, hoffe ich. Ich weiß nicht, warum die Eule auf der Straße rumstehen, aber. So, Lukas Bertone. Was so Schönes für uns. Ich bin mal gespannt, was der jetzt hat hier. Hat er gesagt, er will sich auf jeden Fall bei uns bedanken. Moin. Hey, Lukas. Ah, Tommy, du kommst genau richtig. Ein Informant hat mir gesagt, dass es die Bullen auf einen meiner Freunde abgesehen haben. Mann, wir müssen ihn so schnell wie möglich warnen. Sein Haus ist in Hoboken. Kannst du das erledigen? Okay, Lukas. Shit.
Ich dachte, wir kriegen hier einfach was. Wenig Zeit, wenig Zeit. Das heißt, fahren wie die Sau. Haben wir zum Glück ein relativ schnelles Auto dabei. Links, einmal rechts, genau. Ja, krass, wie soll man das so schnell schaffen? Ach, ich glaube, das ist die Mission, wo ich unbedingt hier lang fahren muss. Zeit zu sparen. Ja. Wenn man nämlich außenrum fährt, ist das echt krass. Spät es ist? Lukas Bertone schickt mich. Du musst abhauen. Die Bullen sind hier unterwegs. Verdammt. Dank Lukas von mir. Und dir auch. Ich gehe zur Hintertür raus. Dann sieht mich niemand. Viel Glück. Ach, schade, man kann nicht sehen, wie er abhaut. Guten Tag. Ich muss mal kurz, danke. Yeah. Irgendwie kommt mir die Strecke gerade sehr bekannt vor. Ich habe das Gefühl, die sind wir gerade schon mal gefahren. Ein bisschen. Überhaupt keine Polizei unterwegs der Nacht. Das gefällt mir. Berg hoch quälen. Also gar keine Polizei, oder? Das mit der Mission von Bertone zusammenliegt, hängt, der deaktiviert ist oder so. Nicht, man munkelt nur. Ja, das ist das erledigt. Aber das war ein Reifenpolizist. So ein Fußsoldat. Muss trotzdem mal übelst pinkeln, ne? Immer so im Ball. So, zack, ich glaube, wir werden jetzt auch erstmal. Gar nicht. Weil ich kann ja nicht einfach so wechseln auf Pause und Aufnahme aus. Deswegen muss ich das Spiel ausmachen. Bevor ich eine pinke Pause einlege. Und was ist? Ging alles klar. Er hat sich bedankt und ist dann abgehauen. Ach, Gott sei Dank. Ich habe eine Belohnung für dich, Tommy. Yep. Aber nicht diese Schrottkarre dort, oder? Ist das denn ernst? Alter, echt jetzt? Der ist brandneu. Sieht anders aus als alle anderen Wagen. Das erste Modell mit aerodynamisch geformter Karosserie. Sieht scharf aus, finde ich, aber manche Leute sind nicht beeindruckt. Nein, ja, ich auch nicht. Hauptsache, er schnurrt wie ein Miezekätzchen, was? Und diebstahlfreundlich ist er. Einfach diesen Draht hier reinstecken, das war's. Echt jetzt? Das ist unsere Belohnung. Der Typ in Oakwood hat genau die gleiche Karre. Er parkt sie vor der Garage neben seinem Haus. Verstehst du? Sehr gut, danke. Wenn ich einfach den nehme? Na, jetzt das Auto klar gehen? Will den nicht haben? Oh, jetzt fahren wir wieder zurück. Mann. Ups. War gewollt. So.
Eieieiei. Ich? Oh, genau. Nächste links und dann. Hier, mal geradeaus. Rechts, einmal links sind wir schon fast da. Oh, hier waren wir vor kurzem erst. Aber im Hellen. Entschuldigung. Wow. Also, wir sind immer noch übelst low. Sollten uns vielleicht erstmal heilen gehen. Sind wir nicht vor uns im Krankenhaus vorbeigefahren? Oder fast am Krankenhaus? Da gibt es nämlich Leben. Weiß nicht, ob das während Missionen auch der Fall ist. Wenn man hier den freien Modus macht, hat man da Missionen. Heilung im Krankenhaus. Hängt so ein Medizinschränkchen an der Tür. Hier findet, glaube ich, auch noch eine Mission statt. Oh, das sieht doch gut aus hier. Ja. Ich war gerade im GTA-Modus. Entschuldigung. Ich wollte das Ding einfach umfahren. Guten Tag. Da kannst du hupen, wie du willst. Mal gucken. Ein bisschen Draht einstecken. Ja, hier, komm. Draht da rein. Ne? Achso, nee, doch. Achso, da rein, okay. Okay, ganz, ganz gut. Relativ easy hier. Oh, langsam ist er aber nicht. Oh, der geht gut ab. Mein geht gerade berg runter, aber trotzdem. Bin ich deswegen vielleicht oft mit dem gefahren früher? Ich weiß, dass ich den viel gespielt habe, aber lag das daran? Ich muss immer durch, danke. Sehr, 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 sehr merkwürdig. Okay, fährt sich ziemlich gut. Sollte sich das dann die etwa doch gelohnt haben? Komm schon. Okay, wir halten an. Leere Hände. Officers. Das war ein Vergehen. Sie müssen eine Strafe bezahlen. Wie jetzt eine Strafe? Für was? Okay, kein Problem. Ah, ja. Hier ist das Geld. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Nein. Das wird nicht mehr passieren, dass ich euch bezahle. Das nächste Mal schieße ich einfach. Lululululu, das hat doch nicht gesagt. Tschüssi. Ich muss mal ein Tempomat reinmachen. Dass wir die gleich wieder am Backen haben. Los, biegt ab. Ich will wieder Gas geben. Wir schaffen das! Kamikaze! Ui! Au! Geht doch! Keine Polizei in sich. Ja, der fährt sich relativ gut, ne? Ist ziemlich schnell, ehrlich gesagt. Fährt sich gut. Ich bin gerade ein bisschen. Ach, halt die Klappe. So. Bin gerade ein bisschen erstaunt. Zum Glück habe ich den gerade noch auf dem Radar gesehen, ey. Shit. Was wäre das gewesen? Yep. Immer noch sein mieses Wetter, ey. Mein Gott, das passt zu dem miesen Tag, ja. Scheiße, Ware verloren. Und schon wieder mit Morellos Männern angelegt. Und die Polizei hat da auch ein bisschen was gegen uns, scheinbar.
Ja. Das wird wohl noch eine Menge Ärger geben. Und Mr. Salieri wird das auf keinen Fall gefallen, was da heute abgelaufen ist. Das wird wohl noch ein paar Konsequenzen haben. Richtig, ja. Da stehen schon ein paar Autos jetzt, wenn man das mal so auf der Minimap guckt. War schon ordentlich was zusammengesammelt hier. So, stellen wir den hier mal rein. Und Ralf weiß, was er zu tun hat. Na gut. So, doch, müssen wir vielleicht mal aussortieren, wenn wir keinen Platz mehr haben, aber ansonsten. Das ist doch echt nice aus. Holzer Blau, ein Ulver Airstream Folder Gelb. Okay.